Man sollte die Feste so feiern, wie sie fallen. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer weiteren Filmkritik-Review im Lordschen Horror-Oktober 2024 hier auf Lord Gum Gum Fool, The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um den Film Bloodfest, ein Film, der auch schon seit einigen Jahren hier ungesehen rumlag, wo ich mir dachte, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Heute geht es ein bisschen so um Fansblätter, es geht allgemein so um die, ja, Horrorfilm-Fans, es geht um die Szene, es geht um die Liebe zu diesem Genre und seinen unzähligen Subgenres, aber es geht auch um die Gegenseite, die so etwas verurteilt, weil diese Filme einfach Gewalt auslösen würden, weil sie die Leute verrohen halt, ja, und natürlich ist in diesem Film dann quasi noch ein anderer Kommentar versteckt, auch zur amerikanischen Gesellschaft bzw. Kultur, was nochmal ein anderes Thema halt angeht, ja, und das Ganze ist auf jeden Fall ein Film, der in der ersten halben Stunde schon ein gutes Tempo vorgelegt hat, der auf jeden Fall, muss ich sagen, gewisse Erwartungen schürt auf einen durchaus spaßigen, kleinen, kurzweiligen, recht splatterigen, spaßigen Horrorfilm. Ja, und so ist es am Anfang. Nun muss man sagen, dass der Film so nicht mal in der Mitte der Hälfte schon deutlich an Tempo, an Fahrt verliert und auch eben so die Atmosphäre, die er am Anfang aufbaut, dann auch irgendwie abhanden kommt. In der Handlung selber geht es hier um Dex und seine Freunde Sam und Krill, die halt dieses Bloodfest besuchen möchten. Ja, Dex hat allerdings Probleme mit seinem Vater, der ist nicht nur sehr autoritär, nein, der ist auch Psychiater und der hält gar nichts von diesem Festival, der hält auch gar nichts von Horrorfilmen. Sie würden seinem Sohn schaden und er möchte ihn natürlich davor bewahren und er möchte ihm weiter und dann so ein bisschen Gehirn waschen, dass er es einfach sein lässt mit diesen Filmen. Ja, weil das ist natürlich auch begründet mit einem Vorfall aus der Vergangenheit, der die Familie sehr, sehr schwer getroffen hat, der an einem Halloween-Abend stattgefunden hat. Ja, aber Dex lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn ihm sein Vater sein Ticket und sein Armbändchen abgenommen hat, hat er natürlich so ein bisschen Connections zu einem jungen Mädel, die so nebenbei, ja, so kleine Rollen in Horrorfilmen spielt und die natürlich auch den Regisseur ihres aktuellen Films kennt, der natürlich der absolute Shit ist, allerdings nicht im positiven Sinne. Und durch diesen Regisseur gelingt er dann trotzdem auf dieses Festival, obwohl dieser meint so, ah, das ist ein Fan, warum habe ich jetzt diesen Fan hier eingeladen so, ja. Aber davon lässt sich Dex nicht unterkriegen, auch wenn darauf natürlich der nächste Dämpfer folgt, ja. Vor allem, da er nicht bei diesem Mädchen nicht landen kann, weil dies eher so auf den Regisseur so steht, anfänglicherweise, ja. Trifft er dann den Schauspieler eines sehr bekannten Slasher-Charakters, der allerdings die Filme scheinbar nie gesehen hat, der Horrorfilme nicht mag und der nach jedem Take sich übergeben musste. Und danach versucht er sich natürlich so seine Laune wieder irgendwie zurückzukriegen und dann fängt das Festival natürlich alle an, alle treffen sich vor der Tribüne, wo natürlich der Veranstalter Walsh auf die Bühne tritt, ja, und das Bloodfest quasi einleitet. Erstmal mit einem schönen Kill an zwei Damen, wo alle natürlich hin und weg sind, wie echt das aussieht. Und es war halt leider ein echter Doppelmord, den die da gesehen haben. Und dann legen die vermummten Securities mit Schweinsmasken und Kettensägen erst so richtig los und sägen sich durch die Besucherschar. Und unsere Freunde müssen dann um ihr Leben rennen. Und ich muss sagen, von der Prämisse her, von der Story her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, deswegen muss ich sagen, hatte ich halt wesentlich höhere Erwartungen, wie mir der Film letzten Endes halt geben konnte. Aber ich muss sagen, vom Cast war das Ganze wirklich solide gewesen. Die Figuren machen das, was sie halt sollen. Es gibt einige, die sympathischer, andere, die sind eher unsympathisch. Da ist man froh, dass sie dann halt irgendwann aus der Handlung geschnetzelt werden, was dann natürlich auch passiert, ja, weil denen werden dann auch Dialoge so in den Mund gelegt, dass es so absehbar ist, ja, so vorhersehbar, dass sie in den nächsten Sekunden oder Minuten wirklich von irgendjemandem, ja, ob es jetzt ein vermummter Killer mit Schweinsmaske ist, ob es jetzt ein Zombie ist, ob es jetzt eure Clowns sind oder vielleicht auch Vampire, dann um die Ecke gebracht wird. Ja. Und so wird halt mit diesen Klischees hier immer wieder gearbeitet. Die Figuren reden halt viel darüber, dass man das nicht machen darf und man darf das nicht machen und dies, das und jenes nicht. Ja, das sorgt natürlich dafür, dass erst recht irgendwann gar keine Spannung mehr aufkommt und die Atmosphäre dann auch irgendwann immer stetiger abnimmt. Vor allem die Anfangsszene, die baut eine wirklich schöne Atmosphäre auf, weil die halt an Halloween spielt und man schaut sich so einen alten schwarz-weiß Monsterfilm-Klassiker von den Universal Pictures an und so weiter. Man merkt da schon, dass da drin eine deutliche Liebe vor der Materie steckt und allgemein vor dem Horrorgenre und seinen vielen kleinen Subgenres. Ja, aber irgendwann, am Ende des Tages, geht es natürlich darum, quasi, dass sich das auch irgendwo, ja, bezahlt macht, ja, dass man als Zuschauer quasi
die Rechnung serviert bekommt und dass sich das auch wirklich so vom Spaß selber auch dann irgendwo überträgt, aber es lässt irgendwo deutlich, deutlich nach, ja. Was man natürlich sagen muss, es ist ein Fun-Splatter-Film und der Film selber legt natürlich auch einen gewissen Wert natürlich auch auf splatterige Szenen. Nur muss man halt sagen, die wirklich ausuferndste, splatterigste Szene ist halt die, wenn das Bloodfest dann so richtig ausartet, ja, und dann die Typen mit ihren Schweinsmasken und ihren Kettensägen halt sich durch die Besucher da durchmähen, ja, und danach lässt es dann doch deutlich, deutlich nach, auch wenn ich sagen muss, ist, dass die Effektarbeit hier wirklich solide ist, ja. Natürlich geht es hier auch viel darum, dem Zuschauer viel Humor zu präsentieren in Form der ganzen Dialoge, die durchaus pointiert geschrieben sind, die allerdings teilweise bei mir überhaupt nicht gezündet haben. Liegt sicherlich auch an der deutschen Synchro, die okay ist, ja, aber im O-Ton hat das sicherlich das Ganze vielleicht besseren Drive, es kommt wesentlich besser rüber, es kann einen besseren Flair entfalten, ja, aber ich muss sagen, das Ganze ist okay und dann am Ende des Tages war Bloodfest dann ein Film, den man sich zumindest einmal mal anschauen kann, ja, auch wenn ich auch sagen muss, dass der Film irgendwo dann auch einen Twist hat und den dann auch szenisch leider so vorhersehbar dann auch irgendwo da in den Film mit reinschmeißt, dass ich mir dachte, okay, gut, das habe ich jetzt eigentlich kommen sehen, warum die Figur so und so reagiert auf eine andere und das am Ende dann so rumkommt, ist es halt eher ein durchschnittlicher Film gewesen. Vor allem, wenn man natürlich dann irgendwo das Ding vergleicht mit Cabin in the Woods, mit Scream, ist dieser Film meilenweit davon entfernt. Aber es war auf jeden Fall, muss ich sagen, ein netter Versuch gewesen. Es ist ein nettes, kleines, wenn auch durchschnittliches Filmchen, was man sich zwischendrin auf jeden Fall mal anschauen kann. Einmaliges Reichen, anschauen reicht da allerdings vollkommen aus. Von mir bekommt Bloodfest ganz durchschnittliche 5 von 10 Kettensägen. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr diesen Film schon mal gesehen habt, wie ihr denn diesen Film so findet oder ob das ein Film für euch wäre. Ja, könnt ihr eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser weiteren Filmkritik-Review im Lordschen Horror Oktober 2024. Und wir sehen uns natürlich dann bald wieder zu einer weiteren Filmkritik-Review im Lordschen Horror Oktober 2024 hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.